Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Warhammer 2, das DLC, die Vampirküste. Und Charlie Wolny hat hier den Durbuk, den Ork, besiegt. Blunder this place. Tja, und auch hier würde ich sagen, besetzen. Ja. Eine Sache. Ich überlege, ob wir das hier auch noch gleich wegmachen. Na, ein, zwei Runden warten wir noch. Oh, er ist auch aufgestiegen. Stufe 7, da er was gerissen hat. Ich würde hier nochmal Kuss der Tiefe beim Fluch. Aber Erschrecken verursacht Entsetzen. Ja, auch nett. Aber hier, wir werden den Zauberdämmer verstärken. So, können wir noch was machen? Was haben wir hier? Oh, er kann aufsteigen. Politisch. Ihr seht, ihr habt ja, wir haben ja jede Menge Platz. Was haben wir? Gibt Wachstum. Minus Gebäude in Provinzen. Minus Unterhalt. Und Treue für neue Rekruten. Ich hätte gerne dauerhaft, dass du mir treu bleibst, mein Freund. Gab es da nichts? Ich dachte mal, das wäre es gewesen. Ja, es ist aber nur für neue Rekruten. Steht da ja. Einkommen aus allen Gebäuden 10%. Ritenkosten 30 weniger. Wachstum. Ich glaube, ich gehe auf Wachstum. Damit wir endlich mal an bessere Einheiten rankommen. Ja, und wenn das Geld mal endlich mal so 2.000, 3.000 pro Runde sind, dann kann man langsam mal wieder rekrutieren. Oh doch, rekrutieren kann man auch. Warte mal. Die haben 700 gekostet. Die dicken ja. Und ich hätte gern wieder einen. Die gemeinen Hunde habe ich auch noch nicht getestet. Immer noch nicht, aber ich glaube, ich weiß ja, wie sie sind. So, ach, lokal haben wir nichts. Doch, da. Da sind sie. So, kein Geld. Kein Geld. Dann wenden wir mal die Runde. Ah ja, L habe ich vergessen. Scheiße. Nein, es geht hier nur 5 Meter. Ach, ey. Eine halbe Runde. Ach. So eine halbe Runde. Halbe Reichweite gegangen. Die Elle. Naja. Dann geht es die nächste Runde nochmal ganz und dann kann sie nochmal graben. Alter, das ist ja fett ausgerüstet hier. Häuptling. Tempel von Kara. Soll ich lieber um die Orks kümmern, die nicht auf den Sack gehen. Genau, wir hatten ja damals eine Echsenfraktion angegriffen, die ist ja mit denen zusammengekommen und seitdem ist ja mit dem Frieden. Die mögen uns zwar nicht, weil wir denen ihre Ländereien haben, aber hey. Was willst du denn, Alter? Kriegserklärung. Nö. Muss ja mein Wort nicht halten. Bin ja Pirat. Heldenaktivität fehlgeschlagen. So, Elle, Elle. Duel to the death. Journeying. Ja, da muss es ja zwei Schätze geben. Ey, hoffentlich kommen wir da vorbei, ohne seine Helden da mit den Ärger zu kriegen. Oh, wir können hier aufrüsten. Aber erst würde ich da lieber... Ach, hier können wir auch was mal bauen. Ah, ich würde lieber die Stadt da... reparieren. Nee. Muss da eigentlich auch nicht bauen. Oh, komm, mehr Geld. So, wo ist denn der Pirat von vorhin?
Du müsstest ja voller Stärke sein. Da hast du einen Schatz. Hol ihn dir mal. Danach holen wir uns den da. Ach nee, da sind zu große Viecher. Zwei wilde Manticore. Ach, ich weiß nicht. Das sind Manticore. So, ja, hier bauen wir mal ein bisschen Verteidigung. Palisaden kann die schaden. Oh, kannst auch. Upgrade hier. Mehr Geschossschaden. Komm, greif die nächste Stadt an. Da ist ja nichts. Is it time? So, damit die nicht auch weiter auf den Sack gehen. Hau ich da jetzt auch mal einen weg von. Stufe 8. Was haben wir dann noch? Stufe 5. Nehmen wir noch den. Zack. Greifen mich immer an. Muss ich da mal welche wegholen. Den können wir jetzt hier weiter aufrüsten, dass er vielleicht mal zu irgendeinem Helden zukommt. Als einzelne Einheit, dann räumt er auch ganz schön auf. Moscht da ganz schön rum. Ja, und wenn wir die Stadt haben, würde ich erstmal den Krieg da überlassen. Wir wollen ja die... Ach, die Orks sind eigentlich schon zu geschwächt. Aber ich möchte den nicht haben. Ich möchte eine klare Linie haben. Wenn das Echsenvieh mich angreift, ja gut, dann kann ich hier von zwei Richtungen quasi kommen. Muss hier hinten irgendwo nochmal einen rekrutieren langsam. Nein, Elle wieder vergessen. Oh, ich vergesse immer die Elle. Oder habe ich die nicht vergessen? Bin mir gerade nicht sicher. Ah, er hat seine... Die Ex hat seine Leute abgezogen. Ah ja, und das Zeichen von der letzten Folge habe ich jetzt gemacht. Ja, ich habe mir einen Kaffee gemacht zur nächsten Folge, dachte ich mir. Wenn es schon so ein Zeichen da war. Und die Elfen haben sich ja geopfert für dieses Zeichen. Machen wir das auch mal. So, Fehlschlag. Ja. Sklaven der Dunkelelfen sind tot. Mission abgebrochen. Ach so, die sollten wir töten. Ja gut, ist halt so. Ritus freigeschaltet, ist schön. Bevor wir irgendwas machen, macht erstmal Elle was. Buddeln. Nichts gefunden. Das ist doch quasi von da, die untere Ebene, ne? Hier seht ihr diesen Strich. So, ich dachte, hier wäre ein Fluss. Ist aber wahrscheinlich der Weg gemeint. Und die ist doch kurz vor der Kreuzung. Richtig in der Mitte. Gehen kann sie jetzt nicht. Ja, da hat nichts gebracht. So. Du brauchst nicht Kram, du sollst angreifen. Ja, ich denke mal, hier machen wir ein Auto-Angriff. Das sieht ja sehr gut aus. Haben da so einen dicken, belebte Kolosse verloren. Eine Einheit. Man könnte hier jetzt eine Piratenbucht bauen. Oder auch nicht. Bringt uns alles nichts. Dann besetzen. Und die Provinz Skorpionküste haben wir jetzt. Wunderbar. War gar nicht mein Ziel. Aber was wir haben, das haben wir, ne? So, dann kann er sich ausruhen. Wir haben ja Geld. Müssen wir irgendwas reparieren? Nö. Fantastisch. So, mein Freund, du wirst es mich hier gleich gegen diesen Turing-Man antreten. Und da brauchen wir bessere Infanterie. Lokale Einheiten haben wir nicht. Global sind mir zu teuer. Was können wir hier rausholen? Wir warten einfach. Vielleicht können wir erst nächste Runde da rekrutieren.
So, Stufe 9, weil er jetzt zwei Städte eingenommen hat. Das finde ich fantastisch. Und, ja, Kampagnenkarte, Fluch kann man auch gebrauchen. Bei dem Fluch kann man noch verbessern. Was macht der überhaupt? Ja, Katze, hallo. Fügt Kämpfern Schaden zu, Kuss der Tiefe, 4 Sekunden. Und hier ist Nahkampf und Führerschaft. Dann bringt man sie eher besser zum Laufen, ne? Dann ziehen sie sich mehr zurück und das kann man dann nur verstärken. Aber 4 Sekunden Schaden? Könnte man vielleicht für Einheiten, die entweder stark sind, vielleicht, damit die geschwächt werden, oder wenn fast Einheiten ausgelöscht sind, könnte man diesen Fluch nehmen, dann würde die Einheit sterben. Weiß ich nicht, ob das effektiv ist. Ich nehme mit dem Fluch. Achso, das ist die Stadt. Ups, ich habe verwechselt. Die andere ist die größere, okay. Dann bauen wir hier was zur Verteidigung. Jo, du kannst hier erstmal... Warte mal, nee, warte mal. Der ist doch geschwächt, ne? Der braucht eine starke Einheit. Guck mal, was wir hier haben. Schließ dich ihm an. Fantastisch. So. Was haben wir hier? Ah ja, die Provinz. Und hier würde ich gegen angehen. Bloß Belagerungszeit. Oder das nimmt nicht ab. Das ist eigentlich auch ganz geil. Aber das haben wir schon auf der anderen bei Tlaxen. Nee, wir machen das hier. Pass auf, wir machen das hier. Weil er ist ja hier. Und hier in dieser Provinz. Wechseln wir jetzt auf Wachstum. Bei Tlax können wir auch schon was machen. Ja, komm, gib Geld. Davon kann man nie genug kriegen, ne? Vom lieben Geld. I am the Pirate King. So. Günstige Winde. Ich würde jetzt mal... Crazy. Not stupid. Ich will den da haben. Oder? Wollen wir das wirklich? Ill considered. Any drowned corpses? Nee, komm, wir wollen es doch nicht. Ich weiß bloß jetzt nicht hin, wo mit Hakon. Wohin mit Hakon? Bring Decay! Gib mir hier auf den Sack. Ich will doch einfach nur die Karte haben. Ich finde die Karte immer am besten. Horned Rat provides! Warte mal. Welche Piraten müssen haben noch dieses Licht? Baron von Hasty Wellenmacher und den Wellenmacher. Okay, aber die sind leider nicht hier, ne? Die schwimmen ja meistens oder paddeln ja meistens immer vorbei. Ich lasse den nochmal ein, zwei Runden bei der Friedhofsgeschichte. Vielleicht kommen die ja wieder. Können noch hier weiter aufrüsten. Wunderbar, gibt noch mehr Geld. Und dabei enden wir mal. Weil wir müssen ja zwei Piraten noch platt machen, um das Lied voll zu kriegen. Und wir müssen, glaube ich, noch drei oder vier platt machen, um da diesen einen Schatz voll zu kriegen. Oh, warte mal. Das sind vielleicht Schiffe, die den Schatz haben. Diese eine... Ah, da muss ich gleich gucken. Und ich lasse die vorbeischippern. Man muss echt auf das Lied achten, auf die... kleinen Schätze, die man sammeln soll. Dann diese mittlere mit dieser Dublone, sage ich mal, die 8 Stück. Ich hab mit euch nichts zu tun. Mach doch, was du willst.
Achso, die erklären mir den Krieg. Achso. Mach doch, was du willst. Mir doch scheißegal. Das war vorhin wahrscheinlich auch und ich habe die Unterstützung von dem einen Kollegen nicht angenommen. So, Piratenkodex. Minus 75% für neun Kommandanten. Ich möchte ja gerne demnächst einen haben. So, ich habe ja immer nach diesen Schatzkarten geguckt. Die. Und was sehen wir? Tyrann des Schwarzen Ozeans. Er ist doch hier an der Küste. Such. Das war bestimmt das Schiff, was ich laufen lassen habe. So, bevor wir was vergessen. Kapitän. Kommt er gar nicht vorbei, ja? On land. Ich lass die mal hier reinlaufen. Na, ist ja mehr da, ne? Und die nächste Runde können sie vielleicht mal da graben. So, was haben wir hier noch, was wir machen können? Habe ich noch nicht. Zombie-Deck-Piraten haben wir auch. Ja. Führerschaft plus 10. Mich jetzt nicht um. Worf brauchen wir nicht. Ja, wenn wir die rekrutieren, sind sie gleich besser. Brauche ich auch nicht. Kosten für Nekrofexe, ja. Haben wir aber auch noch nicht. Was nehmen wir? Hier, was ist das denn? Geschossresistenz, gemeine Hunde, Fledermäuse, Deckwerfer, Jagdschrei, Flederbestien. Habe ich eigentlich auch. Lebte Kolosse, Magieresistent. Verdunstende Leichen, Leiter im Sucher. Oh, das machen wir mal. So, dann können wir was bauen. Und ich würde erstmal die untere Stadt hier verbessern. So, mein Freund. Du kannst da Schätze suchen. Ach, alle können Schätze suchen, aber die sind leider... Warte mal. Brauchen noch Truppen eigentlich, ne? Ich lass mal einen raus. Schatz suchen. Hat irgendwie nichts gefunden. Schmeiß den anderen nochmal raus. Schatz suchen. Hat auch nichts gefunden. Tolle Wurst. So, kannst du jetzt was Geiles rekrutieren? Immer noch global. Ja, global kosten die Einheiten, die ich haben will, ein Tausender, ne? 1300, das ist mir zu viel. So, zwei einrechnen. Dann hat er jetzt 17. 17. 19. Ready. Und dann kannst du hier, kriegst du noch einen Pirat. Dann haben wir kein Geld mehr. Nächste Runde gehen die rein. Er geht erstmal hier. Der kann dann rausschippern. Können die noch gehen? Nee. Können nicht mehr gehen. Falls ich vergesse, so. So, damit die Orks sich wieder mehr auf die anderen Feinde konzentrieren, falls sie es noch schaffen, mache ich mit denen Friedensabkommen. Oh, ich wollte nur nett sein, also. Ich wollte nur die Möglichkeit geben, dass du dich nicht auf mich konzentrieren musst, sondern auf die Echsen, aber hey. Wenn du nicht willst. Schade. Dann eben nicht. So. Nächste Runde. Zeit für einen Schluck Kaffee. Bevölkerungsüberschuss. In Moskitosümpfe und... Was hat der da gemacht? Hat er da gerade meinen Typen eliminiert? Mit der Volk.
Och, feindliche Helden. Attentat erfolgt, du Sackratte. Du Echsensackratte. Scheiße, ey. Den Samuel brauchte ich gleich, eigentlich. Man muss das ohne Samuel klappen. Der ist jetzt ein paar Runden weg. Ja, hübsche Damen haben die in der Fraktion. Kommen wir mal schneller, haben den ganzen Tag Zeit. Don't waste my time, or I shall have you walk the plank. Wollt ihr auch Krieg, Frieden? Was wollt ihr? Nichts. Okay. Nichts Angriffspakt. Ich wusste gar nicht, dass ich mit denen nicht Angriffspakt habe, aber. Gut zu wissen. Ja, eine Fraktion vernichtet. Kann ich auch mitleben. Wir sind auf Platz 7. Oh. Platz runtergekommen. Naja. So, komm du mal schnell wieder rein. Dann sind wir jetzt nur 19. Das sollte trotzdem reichen, komm. Was? Haben wir schnelle Einheiten? Upsi dupsi. Haben wir nicht, sehe ich gerade. Aber hier, die Hälfte der Armee besteht aus Kanonen und so. Da wäre es jetzt geil, wenn man da irgendwie Cavalry, Lightheim-Sucher... Ah, er kann ja Einheiten zaubern. Ganz vergessen, starke Einheiten kann er ja zaubern. Ich glaube, ich mache mal was ganz Abgefahrenes. Und zwar werde ich den Held irgendwo flankieren lassen. Einfach nach vorne laufen. Dass wir seine Kanonen wegkriegen. Und er geht auf die Kanonen. Er lässt seine Armee einfach hinten liegen. Kann eh kein Nahkampf. Aber ich kann die starken Einheiten hinten spawnen lassen. Und zusätzlich immer noch ein bisschen zaubern. Und das klingt eigentlich nach einer guten Idee. Habe ich noch nicht gemacht. Mal gucken, wie effektiv das sein wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich ihr auch. Nicht wundern, ich nehme das meistens immer die Aufnahmen direkt hintereinander auf, damit ich nicht raus bin quasi. Schnauze. Warhammer. Komm. So, wie heißt die Produktpalette? Age of Sigma. Warum komme ich nicht auf den Namen? Das hat mich so gewurmt. Deckpiraten oder so gibt es ja wahrscheinlich nicht bei Age of Sigma. Also ich weiß nicht. Also die Menschen gefallen mir gar nicht. Chaos ist halt Chaos. Scharen des Slanisch. Die benutzen zum Teil, glaube ich, auch alte Modelle, oder? Ah, diese... Ja, Produkte. Ich wollte gerne die Produkte sehen. Immer noch Edge of Sigma wollte ich gucken, was habt ihr da so für Funktionen? Also einige Seiten per Smartphone sind scheiße. Ich hab doch Edge of Sigma, warum sehe ich nicht einfach die Modelle? Hm. Ich dachte, ich kann euch mal kurz erzählen, was alles so gibt. Aber auf der Startseite ist gerade Chaos und Slanisch. Also Korn. Was ist denn das denn? Sirene? Naja. Ja, schade. Ich wollte mir kurz einen Überblick auf die Palette schaffen, was es so an Figuren gibt. Naja. Oder für Fraktionen bei Age of Sigma. Was ich toll finde, dass das Spiel wohl einsteigerfreundlicher ist als die anderen Sachen. Aber ich mag es aber auch, wenn Tabletop oder generell auch mehr Tiefe hat. Mehr Tiefe, mehr Strategie.
Naja. Das ist ein Thema für sich. Wichtig, keine Mitte. Mörser links und rechts. Den Helden. Was kriegen wir hier hin? Und zur Artillerie? Hier fehlen Einheiten. So. Hier werden wir jetzt voll unkreativ sein und die einfach noch davor stellen. So. Die einzige Kreativität, die ich habe, wird dieses Flankenmanöver sein. Mit dir. Das heißt, der kriegt den Schaden und die anderen sollen durchgehen. Oder durchkommen. Ich warte einfach ein bisschen, bis der Held da. Nee, gar nicht. Den Held schicke ich einfach weiter. Mal gucken, ob sie ihn ignorieren. Kanonen werden ja nicht bis in die Mitte kommen. Oh, da waren schon die Mörser weg. Oh, war ein schöner Schuss. Geh mal weiter. Hier auf die da vorne. Los, ab in den Wald. Ah, das klappt doch nicht so toll, wie ich dachte. Spät. Oh, schade, das schon gemacht. Da muss ich leider einen Trupp hier hinsetzen. So, jetzt kannst du weiter. Attacke. So. Attacke. 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 Oh, warte. Du gehst eher auf die Schusseinheit. Oh, Backe. Der will flankieren. Wo ist der Held? Sehe ich gar nicht. So, bitte die nächste Kreatur einfach mal da hinsetzen. Du kannst damit rein. So, Einheit verstärken. Ah, es läuft wunderbar. Alles geht gerade auf. Of the undead.
Admiral! Na, machst du den Zauber jetzt nur oder was? Geh doch. So, auf den Helden. Hier. Schießt sie nieder. Macht sie nieder. Ach, du kannst ja eigentlich auch zaubern, ne? Munition auffüllen. Oh, das ist natürlich geil. Oh, ich habe genau die falsche Einheit genommen für Munition auffüllen, glaube ich. Ja, Sieg auf ganzer Linie. Das war ein guter Kampf. Das war echt ein guter Kampf. Also, das hat wirklich alles hingehauen, ne? Alles. Unser Held wurde da kurz aufgehalten, aber ey, er kann zweimal, zweimal diese Viecher aus der Tiefe spawnen. Das ist super. Mhm. Toll wäre es noch, wenn er noch einen Nahkampf gehen könnte. Vielleicht kann er das ja später oder so. Einfach nur nicht um starke Einheiten zu bekämpfen, einfach nur so um Bogenschützen oder so aufzuhalten. Vielleicht wenn er irgendwie vielleicht kriegt er eine monströse Flugkreatur oder so und kann das dann halt machen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir ihn gleich upgraden. Ich denke mal, hat wieder einen Sieg gemacht. Ganz toller Mann. Charlie. Also die Treue müsste jetzt auf 10 sein. Aber ich denke mal, die Menschen hat einiges überlebt. Also kein Trupp ist quasi tot, ne? Immer so ein bisschen. Ach, lad schneller. Freibeuter von Port Royal. Age of Sigma. Dann zeig mir doch die Produktpalette, verdammt. Age of Sigma, dann komme ich wieder auf diese Kackseite. Ich gehe jetzt einfach mal auf irgendwelche Einheiten. Habe ich hier kein WLAN? Hallo, zeig mir Einheiten. Sieh dir das Sortiment an. Ja, denkst, was ich hier vorhabe, du Horst. Blades of Corn. Ich wollte aber gerne alles von Age of Sigma sehen. Wielm of Chaos. Ah, die Chaoskrieger finde ich auch immer geil. Die gefallen mir. Ich weiß nicht, ob das neue sind, aber die Chaos-berittenen Einheiten sehen auch geil aus. Aber das sind auch die alten. Da habe ich mal einen Umbau gesehen für Warhammer 40k. Hat der Typ damals geil gemacht. Was ist denn neu und explosiv in dem Weihnachtsgeschäft? Champion von Ilus, ja. Auch nett. Ja, Mittelerde gibt's wieder. So, geht weiter. Mensch. Genau. Oh, er ist jetzt. Die Treue hat um einen Punkt abgenommen. Warum das denn? Ich würde jetzt gerne die Leute auffüllen. Kommen wir noch ran, um ihn zu zerstören? Nee, kommen wir nicht. So, Pulverjunge, Nachladezeit. Donnerbüchsenschrot, minus 20 Reichweite. Donnerbüchsen, habe ich eine Donnerbüchse? Was macht das? Donnerbüchsenschrot, würde auch toll sein, wenn es da mal steht. Reichweite 10%, rüstungsdurchdringender Schaden. Ja, Halleluja. Das machen wir doch erstmal. Rüstungsdurchdringend. Ours is the sea. Oh, Pockenmarsch. Das können wir mal. Ach, das ist Sternturm. Können wir mal ein bisschen verbessern? Oh, wir können hier eine Zitadelle bauen, oder was ist das? Die erwachende Piratenversteck. Gibt mehr Geld. Gewährt 8 Siedlungsplätze.
Wir haben zur Zeit 7. Nett. Und hier. Öffentliche Ordnung, Einkommen. Verteidigung geht immer, gefällt mir aber auch. 3000. Aber komm, wir machen hier diese. So, er ist hier noch irgendwo nördlich hier, ne? Luther Harkon. Wo steckt die Ratte? Da. Muss der sein, ne? Aber der heißt irgendwie anders. Das kann ja nicht sein. Oder heißt hier das Teil eigentlich? So, Kastan Kaltauge. Ist das der Held? Die Tyrann des Schwarzen Ozean. Ah doch, Kastan Kaltauge. Aber den schaffen, ich weiß es nicht. Navigating. Ich weiß es echt nicht. So. Elle, erstmal buddelst du, schöne Elle. Jetzt find doch mal deinen Schatz, Mensch. Schon wieder nix. Bin ich mir schugge. Also wir haben doch... Nee, da nicht. Da auch. Da muss doch da irgendwo was sein, verdammt. The odds are against me. Ach, warte mal, bin ich zu tief gewesen? Ich war hier. Hier war ich. Die Linie ist damit gemeint. Ah. Dann ist aber Elle auch in der Mitte. Ist egal. Dann geht's die nächste Runde ein weiter, wenn der Held mich nicht platt macht. Und dann gräbt sie da. Und sonst noch was? Nö, ne? Gut, dann würde ich hier sagen, mach mal einen Break. Nächste Runde kämpfen wir. Gegen die anderen mal gucken, ob wir da eine Chance haben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.